Frauen sind Frauen, weil sie keine Männer sind bzw. werden können. Mann und Frau sind von Geburt an biologisch und soziobiologisch grundverschieden. Eine Freundschaft zwischen Mann und Frau ist wenig realistisch und erstrebenswert. Wenn du dich verhältst wie ihr Freund, wird sie dich auch so behandeln. Die künstliche Angleichung beider Geschlechter geht auf Kosten der romantischen Anziehung. Liberale Ideologien haben bis jetzt noch jede Zivilisation zu Fall gebracht. Es gibt keine antrainierten Geschlechterrollen, sondern bereits vor der Geburt determinierte Geschlechteraufgaben und Instinkte. Anziehung findet dann statt, wenn archetypisch männliche Qualitäten die weiblichen ergänzen, genauso wie andersherum. Die sogenannte toxische Männlichkeit ist das Eldorado für Frauen und gesunde Testosteronwerte der Goldstandard für Männer. Männer, die Frauen die Grenzen aufzeigen, Entscheidungen treffen und die Führung übernehmen, die werden von Frauen bevorzugt behandelt. Alle Frauen sind Goldgräber, das heißt, sie suchen nach wirtschaftlich und sozial fähigen Männern, welche potenziellen Nachkommen Sicherheit gewährleisten. Altruistische Männer ohne Eigensinn, ohne Machtgelüste und ohne Eroberungsdrang werden von Frauen gemieden und aussortiert. Böse Jungs wirken auf so ziemlich alle Frauen attraktiv. Böse Mädchen wirken auf so ziemlich alle hochwertigen Männer unattraktiv.